Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5, wollte ich schon sagen. Scheiße. Fuck off. Wir spielen natürlich Bloons Monkey City. Was war das denn? Ey, ich habe zu viel Bloons Tower Defense 5 in mir, glaube ich. What the hell? Also ab zu Bloons Monkey City. Nix Tower Defense 5. Notiert. Alter, wie peinlich ist das denn? Okay, haben wir einen Spaß gehabt am Anfang. Jetzt reicht's. Jetzt gehen wir's an hier. Jetzt wird das Dorf abgebaut. Was habe ich heute nur für ein Gelaber? So. Jo, wir haben hier gutes Geld. Wie sieht's denn aus mit Upgrades? 7000. Ja, da brauchen wir Level 5. Ja, das haben wir aber bald. Wie sieht's aus mit Forschung? Schau mal, Forschung, was können wir hier noch? Ja, gut, das haben wir ja. Nee, Blödsinn. Das müssen wir noch extra machen in diesem Dorf. Wie sieht denn hier aus? Wir könnten das erforschen, genau. Und dann schmeißen wir uns das Moos hier noch rein. Gut, dann geben wir Gas. Wow. Hier wird's hardcore. Am Boss hätten wir auch hier. Der will unseren Spine pissen, was natürlich gar nicht geht. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Liebe Leute von heute, hardcore und so weiter. Wir werden das schon managen. Und ab geht's. Wir verdienen hier Bluestones. So, den gehen wir hier hin. Überlege gerade, wo. Haben wir denn hier hin? Das ist eine gute Idee. Hier, das ist eine gute Idee. Nicht hier hinten, sondern hier vorne. Dann haut er nämlich hier auch noch was hin. Das ist wirklich eine sensationelle Idee. So, jo. Ich sag mal, let's go. Wave 1 von 13. Ich weiß nicht, ob Stahlblons kommen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schauen wir mal. Locker, zackig, flockig. Ich werde das Stahlblumen-Upgrade aber zur Sicherheit nehmen, denn ich weiß nicht, ob Stahlblumen kommen. Ich weiß es einfach nicht. Und ich will da nichts riskieren. Was wir aber nun machen können, ist die drei so Dinger geben. Der haut nämlich doch... Ah, der hat nur zwei. Okay, da haben wir ja nicht die Upgrades vom ersten Dorf. Aber okay, ein bisschen Damage macht dann, wenn man schon gerade das kriegen. Dann werden wir hier upgraden. Locker, zackig und flockig. Weiß nicht, ob Stahlblons kommen. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach einen Sniper gegen die Stahlblons, falls da einer kommt. Wir machen das anders. So geht das nämlich besser. Und der kann ja auch die normalen dann abknallen, sozusagen. Oh, die Grünen schießt da auch instant weg. Dem Upgrade, das passt. Sogar die Lilen, in die was dann unten noch kommen. Nehmen gleich das nächste Upgrade dann. So, jetzt haut der mal rein. In der Masse sind die nämlich auch nicht so schlecht. Also gegen Stahlblunz habe ich mal was, gegen Keramikstahlblunz nicht, aber okay. Und ich würde sagen, wir sammeln mal Geld. Wolf 1, sag ich. Was ich heute laber. Ja, die Gelben sind das nächste. Also die Gelben schießt der Sniper nur instant weg. Und ich würde sagen, machen wir einfach einen zweiten Sniper dahin. Das sieht nämlich ganz gut aus mit dem. Gefällt mir gar nicht, wie viel das hier sind, aber es läuft. Wir müssen die Spike Factory ein bisschen upgraden. Ich werde da auf mehr Spikes gehen, denn Stahlblooms, das machen ja die Sniper hier. Ich denke, das ist so okay. Wave 8 von 13. So, gleich mehr Spikes nehmen. Da
Da müssen wir nachlegen. Das sehe ich schon, Leute. Da müssen wir nachlegen. Sonst wird es nichts. Da werden wir nachlegen müssen. 1, 2, 3, 4 Mal lege ich nach. Denke, das wird nicht reichen. Oder? Ja, es wird reichen. So, 4 Mal muss man nachlegen. Wir brauchen definitiv mehr Spikes. Oh, ist ja kein Problem. Mach mal. Gleich, wenn wir genug Kohle haben hier. So, Hammer. Wunderbar. Dann nehmen wir ein Boomerang-Tor. Den lassen wir auf den stärksten Gegner. So, haut wunderbar hin. Wave 13, die letzte Wave, Leute. Ich nehme dann noch so einen hier. Aber da wird jetzt nichts mehr kommen, was uns in den Arsch tritt. Die 10 Bluestones, die haben wir in der Tasche. So, perfekt. Da wird uns keiner mehr ans Bein pissen. Wunderbar! 10 Bluestones für uns. Nice. Wow. Bauen jetzt hier. Und wir kriegen auch Kisten. Sehr schön, sehr schön. Machen wir natürlich gleich auf. Zack, boom, bang. Die Upgrades nehmen wir ja mit hier. Beziehungsweise auch mit rüber dann. Darum rentiert sie sich richtig, ey. Da kriegen wir schon wieder so eine da. 10 Rot. Ey, was ich heute laber, Leute. Rote Spikes. So, dann der Tech-Shooter kriegt was. Der Superman kriegt ein bisschen was. Und unsere Spike Factory. Jawohl, wir gehen Richtung 5. Langsam, aber sicher. So, das nehmen wir ein. Das auf Hardcore, das wird jetzt eine heiße Sache. Aber ich werde es probieren, Oh, keine Spike Factory. Das ist schwierig. Ja, das ist natürlich jetzt blöde. Aber wir haben das da und das hilft auf jeden Fall. So, mal hier einen. So, let's go. Und die Sniper nehmen wir gegen Stahlbluns, falls welche kommen, aber ich glaube nicht. So, da sollte jetzt eigentlich nichts vorbeikommen an dem vorerst mal. Und falls doch, haben wir nur den da. Dann nehmen wir den Ingenieur. Den Ingenieur, schauen wir mal, was er kann. 93 kostet. Mal hier hin. Dummerweise hat er noch keine Tower, das muss ich erst upgraden hier in diesem Dorf. Aber das werden wir dann schon kriegen. Der haut auch so ganz gut rein, würde ich mal sagen. Mal gleich noch zwei. Hier ein bisschen Damage hier. Einen, der haut wirklich gut rein mit seinen Nägeln. Den werde ich auch ein bisschen nach oben setzen. Jetzt mal hier hin. Oh, hopp. So, der kann da schon mal Gas geben. Dann nehmen wir einen zweiten Tech-Shooter, den gehen wir hier hin, hier ist er perfekt, würde ich sogar sagen. Ja, von allen Seiten hier kriegen die Blumen in die Fresse. Wave 6 von 13. So, jetzt müssen wir wieder Geld sammeln. Wave 7 haben wir. Abgegradet. Sehr schön, da drüben machen wir noch einen. Also da passt der Tech-Shooter richtig gut rein. Wir haben noch einen dritten. Da passt er richtig gut rein. Fast rundherum macht er hier seinen Damage dann. Das haut super hin.
So, und dann nehmen wir noch einen Sniper. Der soll immer auf den stärksten gehen. Sniper sind allgemein ganz gut, sag ich mal. Ein bisschen mehr Attack Speed natürlich wäre was Feines. Dann nehmen wir jetzt mehrere Sniper. Letzte Wave schon. Da wird jetzt nichts mehr sein. Der soll auf den letzten gehen. Scheiß drauf, Leute. Wir haben das hier geschafft. Da wird jetzt nichts mehr passieren, denke ich mal. So. Und gleich haben wir es. Und 10 Bluestones sind unser Nice One. So haut es hin, so lobe ich mir das. Zack, bum, bang, und es gehört uns. So. Wir gehen wieder kursieren. Wie sieht denn eigentlich mit dem Event hier aus? Die sind alle vom Level her viel höher. Das ist natürlich blöd, blöd, blöd. Wir sind 14. So, 25 schaffen wir. Der bis 40. Boah, das schaffen wir nie im Leben. Aber es ist nicht geclaimed. Bei 16 könnte man es claimen. Wir könnten das hier schnell claimen. Boah, die schaffen das weit. Das ist natürlich kacke. Boah, die schaffen das weit. Holy shit. Ja, machen wir halt mal, ne? Let's go, sag ich mal. Aber bis es Level 40 werden wir hier nicht kommen. Aber wir brauchen nur 16, damit wir es mal überhaupt claimen. Also das haut schon hin. Wir kriegen den da, den gebe ich hier hin. Und let's go! Gleichen Sniper vom Beginn an. Auf dem stärksten. Zack, boom, bang, Taktik. Ich werde hier viel auf Sniper setzen. Und, wow, ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe nicht nonstop gedrückt. Vergessen, vergessen, vergessen. So, dann gehen wir es an. So, hier werden wir Tech-Shooter nehmen. Ich hoffe doch, dass das die richtige Entscheidung ist. Beziehungsweise den werden wir davor nur ein bisschen upgraden. So, und jetzt gehen wir mal Geld sammeln. Ich würde sagen, wir upgraden die Spike Factory. Dann machen wir prinzipiell nichts falsch. Dann schauen wir mal, was wir Ende Wave 5 haben wir übrigens zusammenkriegen. Also geldmäßig. Sollte da halbwegs was rausschauen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen mal die Spike Factory weiter, dann gegen Stahlbluns was, weil irgendwann werden die kommen. Nur eine Frage der Zeit. Gut, wir haben ja den da gegen Stahlbluns, aber ich meine, so viel macht der jetzt auch nicht. Schadet ja nicht. So, dann würde ich gerne einen Tech-Shooter nehmen. Ich überlege gerade, wo nehmen wir den hier? Da kann er pfeffern. Müssen wir natürlich ordentlich upgraden, sonst macht er nichts. Oder fast nichts, sagen wir mal so. Aber das ist ja kein Problem. Wave 7 haben wir. So, jetzt haben wir den gleich hier.
Dankeschön. Und es kommen Stahlblons und zwar ein Haufen. Natürlich nicht gut, aber unser Monkey-Dingsbums macht es. Gegen Camouflage macht er wieder nichts, aber okay. Wir nehmen dann noch weitere Sniper. Immer schön auf dem stärksten. So, dann werden wir die Sniper gleich alle hintereinander nehmen. Und ich brauche was gegen Camouflage. Sehe ich gerade. Die machen sich wichtig, die Camouflage. Natürlich gar nicht. So, dann nehmen wir mal einen Ninja Monkey. Beziehungsweise, wir könnten natürlich hier das auch ausbauen. Machen wir die Spike Factory mal ein bisschen auf Vordermann hier. Die Spikes sind gerade jetzt ganz nützlich hier. Einen Ninja Monkey. Den geben wir den hier hin. Und jetzt machen wir weiter mit den Snipern. Wieder auf den stärksten. So, der Sniper Nummer 5. Auf den stärksten bitte. Und der Sniper Nummer 6. Bitte auch auf den stärksten. Die 15 haben wir schon bei 16 Claimer übrigens. So. Sniper 7, auf den stärksten natürlich. So, dann würde ich hier gerne die dicken Spikes nehmen. 2, 4, 6, 7 Sniper haben wir. So, wir haben das geclaimed, sehr schön, davon mal abgesehen. Und jetzt die dicken hier. Kommen genau richtig, so wie es aussieht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.